Hallihallo und willkommen zurück zum nächsten Part. Und Fred, hau dich ab! Da ist Fred, unser Maskottchen. Oh, geil! Oh, herrlich geil! Ortem, ich hab was für dich. Jetzt können wir pflanzen, bis wir umkippen. Guck mal, was ich in der Hand habe. Was ist das? Was ist das? Eine Kartoffel. Eine Kartoffel! Ich krieg eine Kartoffel! Ich hab eine Kartoffel! Ich hab eine Kartoffel! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, eine Kartoffel! Pflanz sie an! Na los, hier, da hast du deinen Platz. Pflanze sie! Pflanze sie! Ich pflanze eine Kartoffel! Warte, wo ist meine Kartoffel? Da! Ja! So, jetzt haben wir Kartoffeln. Ja. Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel! Ja. Gut. Genug der Freude und ab dafür. Genug der Freude, weiter an die Arbeit. Und wo? Nein, von wem haben wir die Kartoffel? Richtig, von Fred. Von Fred. Fred, unser Lieblingszombie. Fred, du bist. Den bitte. Wir getötet haben. Fred, Kartoffel. Okay. Ich glaube, wenn er das jemals sehen würde, wird er uns richtig, richtig schlagen oder verklagen oder so. Das wird genial. Ich glaube, ich schicke dir den Link extra. Nee, solltest du vielleicht nicht. So, warte mal, jetzt muss ich... Ach du Kacke, jetzt haben wir aber ein bisschen blöd mit der Treppe. Naja, egal. Wird schon. Wird schon schief gehen. So, erste Seite des Daches ist mehr oder weniger fertig. Jetzt folgt die zweite Seite. Warum machst du jetzt eigentlich so ein Raster rein? Lass doch das Raster raus. Wo? Oh. Das, was du siehst, ist doch gerade so ein Querbalken, wenn ich das so richtig sehe. Ja, ja, damit wir an dieser Stelle keinen Setzling setzen. Weil an dieser Stelle ist da oben auch ein Querbalken. Damit man weiß, aha, hier kein Setzling. Ist ja scheißegal, die wachsen auch durch die Teile durch teilweise. Eben, genau, das ist ja das Problem, dann ist der Stein auf einmal kaputt. Sagen, ach, du weißt nicht, was ich damit meine, oder? Der Stamm wächst durch Cobblestone. Der ja, ersetzt eben, seinen weiß, Cobblestone es, durch wenn Stamm. Du den, wenn, das du den dann nicht, wenn du den ja nicht hinsetzt und der wird größer und hat Seitenäste, dann wächst er trotzdem durch. Ist völlig egal, ob du den jetzt hast du ja nicht. Ja, stimmt. Bam. Das war eine Illusion. Ich würde sagen, damit habe ich ihm gerade seine Idee gesprengt. Verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest. Der ist gut. Ja. Was macht die Kartoffel? Wächst sie? Ja, sie wächst hoch. Oh, Kartoffel, Kartoffel, Kartoffel. Hätte es nicht eine Möhre sein können. Tja. Hätte man Schwein ja. Hier hinholen können. Dann hätte man die züchten können. Und dann hätten wir hatten halt kein Schwein. Wir hatten halt nur Kartoffel. Dann hätten wir Inzucht. Und zwar volle Kanne. Aber dermaßen Inzucht. So, lass ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich meine. Wie viel verbrauche ich eigentlich? Hat der Zombie tatsächlich eine Kartoffel gedroppt? Ja, klar. Heftig. Krass, wo? Krass, wusste gar nicht, dass Zombie Kartoffel haben und so. Nee, keine Ahnung. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht. Die lassen immer irgendwelchen random Shit fallen. Ich hab Hunger. Dann. Ich würde mal sagen, da kommt ein Fenster rein und hier kommt auch so ein Bit. Ach ja, übrigens, mir ist aufgefallen, dass ich mich, glaube ich, in den ersten Folgen falsch ausgedrückt habe. Oha, jetzt natürlich geht's. Wohnen wir nicht in der Nähe von der kleinen Tanne, sondern ah. Von Apple War. Oh Mann, da ist ja aber wirklich stark weiter an. Ja, ein bisschen, ne? Läuft. In der Nähe von Apple War und Waititi. Ehrlich? Ja klar, die kommen doch aus Köln. Oh ja, ja, so nice ist das jetzt aber auch nicht. Das ist doch hier Katzensprung. Ja, nee, ist klar. Na gut, okay, eine Stunde oder so müsste das sein. Ja, okay, wenn du läufst. Zu Fuß. Barfuß. Genau, barfuß. Durchs Wasser. Am Strand. Schon wieder los hier. Hirnaussetzer. Ja, halt Brainlagger. Na klar, ich weiß nicht, wobei wir das mit dem Nick auch geklärt hätten.
Naja, auch Ansichtssache. Ich habe mir die Übersetzung angeben lassen. Die direkte Übersetzung ist eigentlich Gehirnaussetzer oder Nachzügler. So, nicht wundern, wenn ihr, wenn Automan Witz weiß und ich dann zurück. Ach ja, genau. Das sieht Ja, damit das ein. liegt aber auch an meinem Humor, glaube ich. Ja, stimmt auch wieder. So, ich setze jetzt die ersten Mammutbäume ein. Woher willst du wissen, dass da Mammutbäume raus werden? Weil ich vier zusammensetze. Da werden dann immer Mammutbäume raus. Das funktioniert nur mit diesem komischen Baum aus den Wäldern da hinten. Wenn du da Nein. viele da setzt, dann wird da grundsätzlich ein großer Baum raus. Das funktioniert auch bei normalen Bäumen. Wenn ich ehrlich bin, nie getestet. Ja, schon getestet. Also ich jetzt. War klar. Was? Konnte. Konnte ja nur der Tester sein. Ja. Ja, ich teste gerne Dinge. Ah, So. aua. Ja, läuft. Portal 2 mäßig. Ja. Deshalb ist er auch so ein Fan von sterilen Räumen. Die Räume von Portal 2 sind ja grundsätzlich steril. Ich kann kotzen. Daher kommt auch das mit Kartoffel. Ach, ja, genau. Ich will eine Kartoffelbatterie. Eine sprechende Kartoffel. Genannt Gladys. Ja. Gladys ist die coolste, hallo? Gladys ist awesome. Genau. Ach, das ist doch so fail, Alter. Also ich weiß nicht, irgendwie hat Mojang da was versaut mit den Türen. Ja, ich denke mal, da wird es irgendwann bald einen Bugfix oder ein Update geben oder so. Wozu denn Obwohl, er spielt noch das normale ah. Minecraft, hahaha. Wir. Ja. Wir sitzen hier gerade Das rum, sieht alle aus, so anderen. gehirnamputierten Leuten wie uns. So, fertig. Alle anderen so hier, die etwas größeren YouTuber sitzen da, Minecraft Hero, Feed the Beast, Ultimate auf Megaprojekt und den ganzen Scheiß und geil, ich laufe seitwärts. Und wir nehmen normales Minecraft. Warum Ey. nochmal? Spaß an der Freude? Aha. Irgendwie sowas war da. Okay. So. Also bei dem alten Minecraft, also dem, was heißt der vorherigen Version, ich habe das mal getestet. Immer vier Bäume zusammen und dann wurde irgend so ein Mega-Ding raus. Ja, und Aber jetzt ist gerade nur einer gewachsen, komisch. ich sag, so. So, ja, fail. Da muss ich noch dran. So, lass mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Oh, super. Kann man das durch 3 oder 4 teilen? Okay, alle Mathelehrer dieser Welt, bitte mal nicht zuhören. Ganz kurz abschalten, wir sind gleich wieder da. So, 1x1 war noch nie so wirklich meine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Aha, okay. Ah, verdammt. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich hier eine Baumfarm hingebaut. Da fertig, sei zufrieden und Instant. fühle dich geehrt. Warte, komme ich? Nee, schade, da komme ich nicht hin. Ich guck mal, was der da so veranstaltet. Man kann es ja von weitem nicht so gut erkennen. Ist eigentlich nur ein hässlicher Funktionsbau. Ah, damit man da irgendwie an die höheren Ebenen rankommt. Ja. Soll ich den gleich mal fällen? Ich habe gerade Axt dabei. Ich habe auch eine Axt, aber klar, wenn du willst, kannst du ihn fällen. Gut. Spaß. Aber er ist ja noch nicht hoch gewachsen, also. Da vermisst man schon die Welt, die allererste Welt, die wir hatten, ey. Die war awesome. Ja. Hätte man mal weiterführen sollen, ey. Ja. Mein Reden, mein Reden.
Ich sag's auch so, manchmal Bäume, so fette Stämme funktionieren nur mit diesen komischen Extra-Bäumen da, diesen Extra-Fundschviechern, die so denken, ey, yo, wir sind's, wir können fett wachsen. So, ich bin Pro und so, ne? Genau. So, was hast du denn hier schon Schönes gebaut? Lass mich mal gucken. Ein Dach. Ja, ich... Naja, okay, man kommt von der Treppe und läuft direkt ins Dach rein. Nee, cool. Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen Problematik, dass... Und wie willst du da hochkommen? Wieso da hoch? Da will ich ein Glasdach reinziehen. Momentan komme ich da hoch über Balkon auf Dachklettern und... Scheiße. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das da reinmache, dass man da so eine ordentlich aufgezählte Reihe hat. Okay. Wundervoll. Gucken, wenn ich da auf jeder Seite habe ich jetzt einen... Alles klar, ich würde sagen, auf jeder Seite nochmal die Reihe weg, dann hat man, kann man das schön durch 7 teilen. Was soll denn das jetzt? Hey, das ist einfach nur eine Dekoration. Die Öko-Bude oder was? Wir können doch im Prinzip in die Mitte so 2 Bäume setzen. 4, 5, 6, 7. So im Mittelgang. Okay, erzählt. Er muss sich konzentrieren. Wir dürfen jetzt nicht reden. Fail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommt hier, dann haben wir... Ja, gut, okay. Ist jetzt nicht ganz jetzt perfekt. Volle Konzentration. Ich gebe dir gleich volle Konzentration. Reise. Ich bin auch schon wieder da. Ich brauche nicht mehr zählen. So, dann werde ich mal wieder in die Mine gehen und versuchen, neue Klamotten zu kriegen. So, und ich glaube, wir müssen irgendwann mal wieder Sand suchen, weil ich brauche jetzt Glasblöcke, keine Glasscheiben. Okay. Erstmal brauche ich ein paar Spitzhacken. Nee, Quatsch, ich nehme einfach meine die Spitzhacke, die ich schon habe und die... Nee, ich habe momentan nur Äxte. Wir haben noch einiges an Eisen da. So. Und noch 33 Glas, okay. Wie viel haben wir noch? 33 noch und 64 normale, also dünne. Ich brauche erstmal nicht so viel. Ey, yo, ich schmeiß erstmal einen Stein weg. Läuft. Boah, nee, jetzt hab ich noch einen Schluck auf. Das kommt jetzt echt unpassend. Okay. Ach ja, genau da. Du würdest dich doch nur rausreden und Mass Effect spielen. Pff, was soll der Scheiß denn jetzt? So. Naja, gut, okay, es ist schon. Ich bräuchte eigentlich noch ein paar Fackeln. Hast du noch Fackeln? 20. Gerade nur so parat. Naja, gut, okay. Ja, wie baue ich mich jetzt hier nochmal wieder runter? Also. Wo soll ich mich denn hier jetzt nochmal runterbauen? Mach einen Rundgang, so einen Rundsteg und sag einfach, ja, dann machst du so einen Rundsteg, gräbst einmal kurz rein und machst da wieder runter, quasi kurz dahinter. Oder kurz daneben, kurz rechts und links, wo auch immer. Aha, aha, aha. Das gleiche ist die Mitte, perfekt. 2, 3, 4, und... Ja! Gott, kannst du mir ein paar Zäune bitte bringen? Kann ich, aber ich habe auch gerade eben das Holz aufgebraucht. Ja, aber die Zäune sind schon fertig. Ja, ich weiß. Wo waren die? Hier waren die. Nein, waren sie nicht. Die waren auch nicht da. Da waren sie auch nicht. Da waren sie auch nicht. Da sind sie, Herrgott. Bei Holz. Ja, es wird langsam ein bisschen schwer durchzugucken. Ja, wir haben jetzt 13 Minuten. Ich würde sagen, ich bringe das Holz, gehe zurück und dann ist die Aufnahme auch schon wieder vorbei. Oh nein, wir haben noch gar nichts erreicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, wäre nur nicht schlecht, wenn du vielleicht doch noch mitkommst zurück, da wir vielleicht mal eben ins Bett springen sollten. Ja, geil, Fail. Ja. In diesem Sinne. Ich in meins und du in deins. Alles Gute, liebe Zuschauer, in diesem Sinne. Wir springen dann mal eben ins Bettchen, ne? Ah, nein. Ja, Nee. Okay. Nein, scheiße. Hast du die Zäune hier? Ja, klar, da hast du deine komischen Pfeile. Danke. Nein, auf jeden Fall. Weil es ist schon wieder dunkel und ich würde gerne am Tag eben Bäume farmen, sammeln und erweitern. Ja gut, okay.
Wir nehmen noch weiter auf, Fragezeichen. Ja, können wir machen. Wir haben dann nämlich gerade mal. Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wie viele Parts wir jetzt schon momentan schon haben. Aber das mit den Betten Echt versaut, ich weiß. hast du aufgenommen. Was, wo? Ja, geil, super, leider schon scheiße. Ja, und nächster Tag, nächstes Glück und damit dementsprechend auch noch nächste Folge beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.